Donut! Heute mache ich einen kleinen Dopamin, also einen Mini-Dopamin-Fast quasi. Heißt, ich kann nur die Sachen hier machen. Mehr darf ich nicht machen heute. Und heute mache ich eigentlich nicht wirklich heute, sondern nur für 2 Stunden ungefähr. Machen wir jetzt einen Timer. 2 Stunden. Und dann, ja, mache ich alles aus, ne? Also nicht wirklich aus, aber was heißt mein? Nutzt halt nicht, weißt du, was ich meine? Ich versuche immer produktiv zu bleiben eigentlich. Immer irgendwas zu machen, was halt irgendwie sinnvoll ist. Kann ich aber bedeuten, irgendwas zu machen, was einfach nur Spaß macht oder so, wie, keine Ahnung, einen Film gucken oder so. Man ist irgendwie immer dabei, weißt du, guckst dann aufs Handy, da kriegst du die ganze Zeit neue Benachrichtigungen, machst irgendein Video an, hörst das, machst halt irgendwas anderes, irgendwie so 5 Millionen Sachen gleichzeitig, also nicht, also ne, was ich meine. Aber so lange, da habe ich keine Lust drauf, das ist viel zu anstrengend. Also ist, ich habe keinen Plan, ich habe nichts essen. Was mache ich denn jetzt? Krieg ich Hunger. Und dann sterbe ich einfach hier. Mein Schluck ist nicht am Tag, aber das ist nicht so angenehm. Ich darf auch noch Wasser trinken. Das heißt, das ist nicht so schlimm. Mach ich sowieso. Sag ich dir, fangen wir an. Schönen Tag, Wendy. Ich kann nix, keine Podcast hören, keine Musik hören, nichts essen. Ich weiß, was ich machen soll jetzt. Boah, ist viel zu warm hier. Ich mach das Licht an, das Licht aus, wollte ich sagen. So. Ich weiß nicht, wie lange die Zeit vergangen ist, weil ich nicht auf die Uhr geguckt habe. Das ist auch eine Challenge. Ich guck aber nicht auf die Uhr jetzt. Gute Idee. Ich finde es ultra schwer. Also natürlich, das Dokumentieren eigentlich sollte natürlich auch nicht erlaubt sein eigentlich. Aber ich mach's trotzdem, weil ich bin ein Gangster. Ich kann nichts machen. Aber ich bin ultra schwer. Ich bin ja gerade, ich glaube, ich mache hier nichts, ne? Es fällt mir so extrem schwer, einfach halt nicht von der Musik her, weißt du, was ich meine? Ich gehe die ganze Zeit so, dann mache ich so. Ist denn hier erlaubt? So, Uhrzeit, keine Ahnung. Ich habe mich gerade hier auf den Boden gelegt, einfach mal. Da kam mir der Gedanke, warum man eigentlich der also erstmal kam mir dann der Gedanke, dass ein Monat halt keine feste Zeitangabe ist. Wenn ich jetzt also sage, einen Monat später, dann heißt das gar nicht so viel eigentlich. Und dann ist mir aufgefallen, dass der Februar nur 28 Tage hat. Und bei den anderen Monaten dazu ist, dass die 30 und 31 Tage sich so abwechseln. Schönen guten Tag, ich war draußen ganz kurz, also naja, nicht ganz kurz, aber schon. Ich hänge jetzt auf dem Boden einfach ein bisschen die frische Luft genossen, weil es oben ja nicht ganz so nice ist von der Luft her. Das Holz mache ich übrigens. Es ist ja ultra lustig, einfach so in die Schuhe zu kommen, ohne Läppchen hat, wie jetzt auch schon. Und jetzt auch den ganzen Sack voller Fleisch. Das ist fucking Kunst, Digga. Scheiße, Mann. Ich habe mich gerade hingesetzt und ein bisschen geschrieben. Nur einen kurzen Sketch für Instagram eigentlich quasi. Beziehungsweise vielleicht auch für ein Video, mal gucken. Ich möchte gerne mal so üben, kurze Sketche zu schreiben, also generell Sketche zu schreiben. Das ist jetzt einfach mit dem Aluhelm. Alles mit Bleistift geschrieben übrigens. Das ist ganz cool. Glück. Ich zeige es um. Ich habe es noch weiter geschrieben an noch einen zweiten Skript hier. Da war so gerade hier auf dem Boden. Und dann sah ich gerade das Stativ hier so. Und dann versucht das Stativ hier auf einem Finger so zu balancieren. Und dann ist das umgefallen. Dann hat sich mit dem Fuß hier oben drin so gefangen. Dann habe ich gerade so wie das. Wobei ich gar nicht weiß, ob das überhaupt zählt, wenn ich jetzt irgendwelche Sachen schreibe. Theoretisch schreiben okay, aber ich weiß nicht, ob das okay ist, wenn ich ein Skript für einen Comedy-Sketch schreibe. Ich war trotzdem produktiv irgendwie, weil ich die Skript geschrieben habe. Deswegen weiß ich irgendwie, keiner mehr hat, aber das passiert schon mal. Aber ich muss auch sagen, ich war irgendwie ziemlich fokussiert da. Am ersten Skript auf jeden Fall und am zweiten Skript dann halt bis zu dem Punkt, wo ich mich auf den Boden gelegt habe, einfach so. Nichts ablenkt, von nichts abgelenkt, weißt du. Ich weiß gar nicht, ob der Ton so nice ist, wahrscheinlich eher nicht, aber ist auch egal. Ne? Schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Tschüss!